Ich möchte dich einladen zu einem epischen Wochenende. Nächstes Wochenende wird das schönste Wochenende deines Lebens. Im Kreise von vielen, vielen lieben, netten Herzensmenschen machen wir das ganze Wochenende zu einem Event. Du kannst dabei sein. Du musst nur deinen Arsch hochbekommen. Also, es beginnt Freitag 18 Uhr bei mir mit einem epischen Werwolfabend, eine Werwolf-Version, die richtig, richtig geil ist, weil sie komplett keine Regeln hat. Und es ist ein Rollenspiel, wer das nicht kennt, ein Rollenspiel, und das spielen wir quasi ja, vom späten Nachmittag 18 Uhr beginnt bis tief in die Nacht hinein. Und dann ja, schlafen wir kurz, gehen dann am Samstagmorgen alle gemeinsam zum Rohkost-Potluck. Rohkost-Potluck, brauche nichts mehr zu sagen. Ein nicht minder episches Event, wo Leute aus ganz Deutschland zusammenkommen und ja, uns rohköstlich beköstigen und gegenseitig miteinander kommunizieren, spielen, tanzen, lachen, um dann, um der Epicness die Krone aufzusetzen, abends dann gemeinsam alle zum Freitanz gehen. Übrigens, natürlich könnt ihr von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag bei mir hier in meiner bescheidenen Hütte schlafen. Ne? Könnt ihr unten eure Matratze hinlegen, zumindest solange hier Platz ist. Aber wir haben schon 16 Leute auf 28 Quadratmeter gewohnt ist übertrieben, geschlafen. Also das kriegen wir, denke ich mal, hoffentlich schon hin. Aber deswegen sagt vorher Bescheid. Ja, ansonsten habe ich noch einen Garten. Ja, also, wir haben Abend 18 Uhr, dann ja, kurz schlafen, Rohkost-Potluck, dann Samstagabends Freitanz, total geil, barfuß, drogenfrei. Der kostet allerdings Eintritt 7 Euro und da geht um 8 los. Und vor allem das Geile ist, da geht um 8 los, kann sofort getanzt werden, sich ausgedrückt werden, ist Ausdruckstanz. Na, ihr könnt auf dem Boden rumrollen, ihr könnt wie ein Affe rumspringen, das noch Matten. Und das wäre total schön und befreiend. Ihr könnt die ganze Zeit auch da liegen, wenn ihr wollt, machen auch einige, ihr müsst nicht tanzen. Ja, und das ist ein wunderschöner Samstag. Dann abends schlafen wir dann wieder. Meistens kochen wir dann noch hier was am Ende für alle, so nach dem Tanzen. Oder vielleicht auch nicht, wenn wir ins Bett gehen. Und am Sonntag ist dann der Singkreis. Direkt im Ancient Trance Gelände, also im Festivalgelände. Aber das Festival ist noch nicht, aber dort ist es am Schöppenteich in Taura. Dort werden wir gegen 14 bis 16 Uhr noch einen großen Singkreis machen, wo wir halt alle nochmal in uns gehen. Und ja, das ist wirklich an einem Wochenende Knaller. Interessant auch für die Menschen, die so ein bisschen den Dennis im Wald vermissen, der ja mit seinem YouTube ein bisschen aufgehört hat, der jetzt mit dem Rad durch Europa unterwegs ist. Der wird auch zugegen sein. Der kommt, glaube ich, in ein paar Tagen, ja, und schläft ein paar Tage, ein paar Wochen, je nachdem, wissen wir noch nicht, bei mir hier im Garten. Und ja, und natürlich andere sind auch dabei, die ihr vielleicht irgendwo mal gesehen habt oder die ihr noch nicht gesehen habt. Die sind ja vielleicht noch interessanter als die, wo ihr eh schon alles wisst von YouTube. Genau, und da lade ich euch herzlich ein. Eventuell gibt es sogar die Rohkost for Lowkost Volume 2 Release Party. Das Buch ist derzeit im Lektorat und ja, wenn es dann veröffentlicht wird, genau an dem Wochenende oder so, dann gibt es natürlich auch eine fette Party, weil viele Menschen haben darauf lange gewartet und das Buch ist episch, aber da kommen wir in einem anderen Video dazu. Ja, also, bekomm deinen Arsch hoch, wenn du eh mal zum Rohkost-Potluck wolltest. Ab Freitag 18 Uhr ist hier die Welt still und einfach nur Herzensmenschen, Spaß, ja, Meditation, Gesang, Tanz, alles kompakt und am Stück. Ja, da bist du jetzt herzlich eingeladen und ich bin gespannt, ob du vielleicht erstmalig, also wenn nicht diesmal, das Wetter ist auch bombastisch, es ist nicht zu heiß, also es sollen ungefähr so, glaube ich, 25 Grad, 30 Grad werden und ja, und Sonne, also es ist nicht zu heiß, aber es ist auch nicht zu kalt, es ist ein Wochenende voller Events. Ich glaube, dieses Wochenende ist der ideale Zeitpunkt, um endlich deinen Arsch hochzubekommen, hier nach Leipzig zu fahren, ein wunderschönes Wochenende mit mir und vielen anderen tollen Menschen zu verbringen und davon zu zehren und dein Leben zu verändern. Oh. Bis nächsten Freitag. Und sag mir Bescheid, wenn du hier schlafen willst, von Freitag zu Samstag oder von Sonntag zu Sonntag, dass ich ungefähr plane. Alles klar. Na dann, bis nächste Woche. Na?